So, liebe Sportfreunde, Sie hören die Ansage. So, die Ansage zum Viertelfinale und zwar zum zweiten Sendeblock heute und auch Spielblock hier bei den Bitburger Open in Saarbrücken. Und wieder mit deutscher Beteiligung und man merkt schon, die Halle hat sich natürlich erheblich gefüllt gegenüber den ersten Übertragungstagen. Das ist für einen Freitagnachmittag auch ganz normal und auch gut so. Es sind noch Deutsche im Rennen und es sind, wie ich dann so sagen würde, die Jungspechte. Und Michael Weiß, er kennt sie alle, er trainiert mit denen ständig. Tja, das sind unsere Jungspunde am Olympiastützpunkt, Michael Fuchs und Tim Dettmann. Tim Dettmann eigentlich Einzelspezialist, wird ja gerade umgepolt zum Doppel- und Mix-Spezialist. Und die beiden stehen hier ja, relativ überraschend. Sie sind mit die letzten Vertreter im Herrendoppel, nachdem unsere ja, arrivierten Doppel leider auch dummerweise auch schon alle ausgeschieden sind. Und ja, hier gleich zu sehen, die stehen den anderen in nichts nach. Die Slow Motion zeigte es, sehr aggressiv, gleich reingehend, sofort druckmachend. Und ich glaube, dabei warst du gerade, dass sie wirklich nicht ohne weiteres noch große Rückstände haben. Ja, vor allem die Jungs, die sind heiß wie das Messer. Ich habe eben noch mal kurz mit ihnen gesprochen und sie haben Spaß, sie genießen das hier mittlerweile auch vor vollen Zuschauerrängen und jo. Sie genießen das Spiel einfach hier, dass sie so weit gekommen sind. Ist auch mit ihr größter Erfolg, Viertelfinale bei so einem großen Turnier. Sie haben sie bisher richtig gut präsentiert, die beiden. Sie haben zwei Dänen geschlagen, Sörensen und Reuder. Reukja. Naja, so ein komplizierter Name auf Dänisch. Die deutschen Zuschauer werden es verstehen. Tolle Leistung gestern Abend, spät nachts. Die waren erst 22.30 Uhr fertig. Und man sieht, hier geht es jetzt auch gleich zur Sache. Die haben sich was vorgenommen. Und die werden sicherlich fighten bis zum Ende. Klar, sie werden den beiden Schweden hier einen harten Fight liefern. Davon können wir hier ausgehen. Natürlich wunderbare Finde. Hier ist Michael Fuchs ein bisschen ins Leere gelaufen. Aber das ist das Lehrgeld, das die Jungen bezahlen müssen hier. Ich glaube, das zahlen sie und das können sie auch wegstecken. Das haben die gestern gezeigt. Das war genau eben der Schwachpunkt für die Jungs. Emanuel Hirschfeld, das ist ihr Spieler, ihr Punkt, den müssen sie anspielen. Den müssen sie unter Druck setzen. Ja, das ist ihre Chance. Ja. Oh, da ist der erste Schläger gerissen. Vielmehr ganz genau die Seite ist gerissen. Wir sehen's. Schon ganz schön aggressiv am Netz. Unser Jungspecht. Füchsli, wie er hier immer nett genannt wird. Ja. So, Michael hat seinen Schläger gewechselt, der Michael Fuchs nämlich, der andere Michael, der Keck, der sitzt nämlich neben mir. Ja, Michael und ich, wir müssen hier die fränkische Flagge hochhalten, haben noch kleine Unterstützung bekommen vom Herbert Ott. Das ist der Aufschlagrichter, den sehen wir später auch nochmal. Ja, und die beiden, wie man sieht, legen los wie die Feuerwehr. Sehr gut. Und hier sieht man es wieder, wie tief die Jungs in der Abwehr stehen. Aber auf unserer Seite wurde sehr gut nachgesetzt. Tim Dettmann jetzt hier beim Aufschlag. Auch wieder schön zu sehen. Angriff durch die Mitte.
Oh, schade. Tim hat es gerade selbst gemerkt. Einfacher Fehler. Gut, das ist nur das Überhastete von den jungen Spielern. Aber können sie ruhig machen. Sie machen das Ganze durch Kampfgeist wieder wett. Sehr gut nachgesetzt und vorne übernommen. Wunderbar verwandelt vom Tim. Das ist ihr Spiel. Von oben nach unten. Beide sehr schnell mit dem Schläger. Ja. Sehr gut. Ja, der Michael, da traut sich auch vorne was. Und so ein bisschen zeichnet das die beiden auch. Sie haben gestern Abend wirklich respektlos gespielt. Und das hat sich am Ende ausgezahlt. Und du hast es ja schon erwähnt. Sie sind jetzt hier im Viertelfinale und einige andere, von denen man es eher erwartet hatte, nicht. Genau, die sind ausgeschieden und die beiden unerfahrenen Youngsters stehen hier völlig zurecht, muss man auch sagen, im Viertelfinale. Haben bisher eine gute Leistung abgeliefert. Ja, und der Lohn ist hier heute Viertelfinale und Live-Übertragung ihres Spiels bei Eurosport. Das ist wohl was. Genau, so muss ihr Spiel laufen. Das ist klasse. Und man sieht es auch, die harmonieren gut. Geht der einen Schritt nach vorn, deckt der andere sofort ab, was du schon mehrmals erwähnt hast. Ich muss mich eventuell auch bewegen, wenn ich gar nicht schlagen muss. Ja, das ist vorher eine gute Position einnehmen. Ja. Und so werden die Gegner auch mal zu einem Aufschlagannahmefehler quasi gezwungen, genötigt. Sehr schön. Klasse mit der Rückhand gleich runtergelegt. Die Linie entlang, da standen die noch fast hintereinander. Das ist natürlich auch schon ein wenig Übersicht, die der Michael da hat. Klar, der Michael, der bekommt mittlerweile auch Einsätze bei uns im Bundesliga-Team vom 1. BC Bischmisheim. Er war früher in Friedrichshafen, durfte da nur die Ersatzbank drücken und davon lernt man nichts. Nee. Und er ist hierher ins Saarland gewechselt, um Spiele zu bekommen. Ich habe ihn damals noch verpflichtet und wir haben ihm gesagt, er wird bei uns eingesetzt, er bekommt Spiele. Hat auch in letzter Zeit immer die entscheidenden Spiele gemacht, hat uns die Siegpunkte geholt und hat sich bewährt, dass wir ihn eingesetzt haben. Das gibt natürlich dann solchen Nachwuchsspielern auch Selbstvertrauen, ganz klar. Ja. Und dass die beiden heiß sind, beim Stand von 7:4, bei einer Führung 7:4, das sieht man und das ist auch toll, dass das so rüberkommt. Tim Dettmann ist ja auch mittlerweile hier im Saarland ansässig. Sein Stammverein EBD Berlin. Ja, ist er treu geblieben, seitdem er Badminton spielt, ist er in dem Verein, aber mittlerweile hat er seinen Wohnort gewechselt, wohnt also hier bei uns in Saarbrücken am Olympiastützpunkt und trainiert auch täglich dort. Eine gute Aufschlagannahme. Gleich mit etwas Druck tief in die Rückhand gespielt. Und da kommt es dann nochmal zu Fehlern. Der Ball war knapp im Aus. Etwas glücklich, aber Aufschlag für die deutsche Paarung. 7:5. Bei diesem Getäuschten, da sah der Michael schon nicht mehr so alt aus. Das war allerdings ein bisschen noch durch die Reichweite, aber bei dem Tempo. Das ist noch die Erfahrung, hier klare Situationen zu schaffen. Entweder ganz kurz am Netz oder hoch rausspielen, so in die Halbfeldposition. Das sind so die Bälle, die man im Mix spielen kann oder in der Jugendzeit. Aber jetzt, da passen die Spiele einfach auf. Da heißt entweder kurz oder weg vom Netz. Genau. Keine halben Sachen. Das heißt, diese Dinger müssen einfach nach unten gehen. Nach oben geht in dieser Distanz, in der Halbdistanz nichts. Gar nichts mehr. Das sind die dankbaren Dinge. Die dankbaren Bälle, die man dann bekommt. Six, seven.
wie diese das war wieder so einer, ja. Die aufsteigende Aufschlagannahme, genau in die Rückhand, das ist genau das, ja, was Punkte für die Gegner bringt. Ja, vor allen Dingen, wenn die so erfahren sind, dass sie genau auf den warten. Ja. Der war auch zu langsam als dort. So, erstmals gehen die Schweden jetzt so in der Mitte dieses Satzes in Führung. Das ist besser. Nach unten abgelegt. Ja, und hier merkt man es. Wenn der nicht gnadenlos durchgezogen wird, dann ist es vorne vorbei. Ja, hier ist natürlich noch, hier merkt man die Unerfahrenheit. Das Vorlegen noch vom Ball, die Verständnis, die beiden spielen noch nicht so lange zusammen auch. Aber gut. Noch ein etwas unglücklicher Fehler hinterher. Zweiter Aufschlag also für die Schweden. Das war besser. Der ging nämlich bis nach hinten, der Flache. Jawohl. Sehr schön. Und da kommt auch die Faust. Klasse. Aus der Bedrängnis noch umgewandelt in die Offensive und dann glücklich verwandelt. Gut, Jungs. Gut so, wie er sich anfeuert. Ja, man sieht, die Schweden suchen natürlich auch die schweren Stellen, gerade im Angriff. Ist ja auch keine unerfahrene Paarung, die sind ja an 5 bis 8 gesetzt. Also für das Viertelfinale gesetzt, unsere beiden waren es nicht. Sie haben sich durchgesetzt dahin. Das ist schon mal, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Darunter geht's, genau. Sehr schön wieder. Davon sehr gut, hat er schon ein paar gezeigt. Frühe Treffpunkte, das ist das, was sie brauchen. Hintermann muss mitspielen, Vordermann netzt zu und der Hintermann muss in den Halbfeldbereich nachrutschen. Dann kann man diese frühen Treffpunkte erreichen. Gut umgesetzt von den Jungs. Und gezeigt, dass man die Schweden jetzt nicht davonziehen lassen will. Ja. Klar, sie sind hier verheimlichen Publikum in Saarbrücken heiß wie es Nasser. Ich habe kurz vor dem Spiel noch mit ihnen gesprochen. Und sie wollen einfach nur Spaß haben, wollen das Ding hier genießen. Viele Zuschauer hier. Sie stehen natürlich selbst auch gar nicht unter Druck. Ja, das ist genau. Klar. Sie müssen hier keinen Setzplatz verteidigen oder gar Riesenleistungen erbringen, die da erwartet werden. Das ist klar, das geht den älteren, den natürlich favorisierten Spielern immer ganz anders, nicht? Schade. Auch eine schwierige Situation. Vorne am Netz quer springen und dann so einen schnellen kriegen, ist nicht einfach. Ja, das sind nur diese Verständnisdinge, diese Verständnisbälle. Hier sieht man wieder die Beinarbeit, wie die sich auch bewegen im Doppel. Das ist einfach toll. Hier wunderbare Annahme vom Tim. Die wird auch zu Recht mit ordentlich Beifall belohnt. Abschluss, aber aus diesem Ballwechsel war zu erkennen, worum es geht im Herrendoppel. Der Wechsel aus der Verteidigung, wieder zurück in Angriff, gnadenlos der Angriff, alles versuchen, auch wenn es dann am Ende mal nicht klappt, aber sie zeigen, dass sie mithalten können. Ja, sie müssen es versuchen, sie müssen solche Dinge probieren.
Hier sind natürlich gerade die Lücken so im Halbfeld jetzt. Hirschfeld bleibt in der Mitte stehen nach der Aufschlagannahme. Dann muss gerade der Halbfeldball geschoben werden, da ist die Chance da. Das ist eben die Schwierigkeit, das immer gleich so schnell zu erkennen und dann auch noch die richtige Entscheidung zu treffen. Die richtigen Bälle zur richtigen Situation, die Löcher suchen, wo sind die Lücken, wo kann ich hin den Ball hinsetzen. Hier sieht man es richtig gut, den kurzen vorne auf. Ja, der wäre auch richtig gewesen. Ja. Der wäre auch richtig gewesen, leider nicht ganz rüber. Ja, das ist eben das, was im Gegensatz zum Sprint in der Leichtathletik die Schnelligkeit beim Badminton ausmacht. Es geht nicht nur um schnellen Start, schnellen Lauf oder Schritte, um schnellen Schlag, sondern auch noch schnell erkennen, was ist richtig und was ist nicht so gut. Ja, auch den richtigen Ball zur richtigen Situation. Hier war er leider im Aus. Oh, schade, hinten etwas im Aus. 13-7, naja, das ist natürlich schon eine kritische Phase, aber wir haben gesehen, sie haben bisher sehr gut gekämpft, sich immer wieder reingebissen. Ja, die Erfahrung zeigt in der Wiederholung, er hat ihn gesehen, er hat im Anflug von vorn gesehen, der geht hinten aus und das ist natürlich auch, das zeigt Erfahrung der Schweden. Jetzt wieder die Möglichkeit für die beiden jungen Deutschen. Sehr gut rüber gewechselt von Michael und dann hatte Tim die Chance am Netz. Das ist natürlich das Zusammenspiel. Tim hat auch wieder gezögert beim Nachrücken. Das ist immer von den beiden hier. Sieht man, er zögert ein bisschen. Ja. Das ist noch nicht ganz rund. Man merkt, sie sind noch mehr auf ihr Einzel eingestellt. Das muss noch runder werden. Ganz genau. Anfeuern. Es gibt keinen Grund hier, sich oder den Kopf auch nur hängen zu lassen. Da steht 9-13. Und die Zuschauer. Das Publikum hinter ihm. Ja. Jetzt wird natürlich auch in Michaels Heimatverein beim TV Markt Heidenfeld die Hölle los sein. Oder bei EWT Berlin. Genau. Oder zu Hause in Lengfeld. Die werden jetzt alle Daumen drücken. Lengfeld natürlich. Und sehen den 10. Punkt. Ja, die Jungs beweisen es. Und wir haben ja extrem viel E-Mail-Feedback auch bekommen. Also es fiebern ja überall teilweise die Clubs im Clubraum mit. Die Mannschaften verabreden sich, habe ich mitbekommen. Und ich bin sicher, bei den Jungspielern werden die Eltern zu Hause auch sitzen und mitzittern. Und das ist doch toll so. Und sie sehen bestimmt, die Eltern, dass es sich gelohnt hat, dass sie ihre Jungs abgeben mussten, dass sie loslassen mussten und dass sie in die große weite Welt eben hier zum Olympiastützpunkt haben abgeben müssen oder dürfen. Wir können ja froh sein, dass es so ist, denn sonst wären die beiden auch noch nicht so weit, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Das war auch nicht mit riesen Nervenkostüm bestückt. Auch mal einen Aufschlag ins Netz gesetzt. 13-10, zweiter Aufschlag. Sehr gut retourniert und dann vor allen Dingen von Michael auch wunderbar nachgegangen. Wichtige Phase jetzt für die beiden Jungen, dass sie hier in der Phase keinen Punkt abgegeben haben. Bei 10-13 jetzt. Das ist natürlich Tims Stärke hier, seine Größe ausnutzen, noch ein bisschen springen. Er hat natürlich dann einen unheimlichen Winkel beim Smash. Und sieht man hier, er rückt gut nach, Michael rückt nach hinten raus. So muss es rund laufen, so ist es richtig gut. Und der Spielstand ist 12-13. Das doch noch mal deutlich, also nicht 12, sondern 11-13. Zweiter Aufschlag. Schade, die ersten Male waren die Abwehr besser, aber da
Das muss er wirklich noch lernen, da am Netz aufzupassen, dass er wirklich wegkommt. Das ist genau das Problem. Die ersten beiden waren wunderbar am Vordermann vorbei. Der Hintermann musste arbeiten. Hier hat man es auch nochmal in der Zeitlupe gesehen. Das war direkt in den Bereich des Vordermanns reingespielt. Er konnte gut eingreifen. Hier muss der Michael noch lernen, dass der Hintermann erstmal arbeiten muss. Links, rechts schicken und dann kann man gegenkontern. Aber das war zu früh jetzt einfach. Ja, und solche Bälle vom Netz abzuwehren, also das ist fast unmöglich. Ja. Wenn die Schweden aus dem Grundlinienbereich angreifen, stehen unsere Jungs eigentlich sehr gut. Ja, da kann ihnen wenig passieren. Sie müssen halt die Disziplin haben. Entweder ganz kurz oder weg mit dem Ball. Oh, und der war nun unglücklich auf der Linie. Und das bringt den ersten Satzball für die Schweden. 14-11 führen jetzt die Schweden. Sehr gut aufgepasst. Ja, offensichtlich ist Michael am Netz von oben, wenn er die Bälle von oben, also im Angriff spielt, doch schon viel stärker, viel abgeklärter, ja, als wenn er verteidigen oder kontrollieren muss. Nicht? Aber das sagt sich dann auch so leicht. Das sind eben die Stufen des Lernens. Und hier ist nun der erste Satz zwar verloren worden, aber ich muss schon sagen, das haben die Jungs trotzdem klasse gemacht und wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder hier bei Eurosport in Saarbrücken. So, da sind wir schon wieder. Hier bei den Bitburger Open im Viertelfinale. Und wir sind gespannt, wie Tim Detmann und Michael Fuchs jetzt den zweiten Satz gestalten können. Sie haben klasse mitgehalten, etwas unglücklich, am Ende verloren. Aber freuen wir uns jetzt auf einen zweiten Satz. Enttäuscht wirken sie nicht und das ist für mich auch so ein Punkt. Sie wirken sehr positiv motiviert. Auch wenn sie die Faust ballen, auch wenn sie sich anfeuern. Man sieht nicht, dass sie enttäuscht sich hängen lassen irgendwann mal, auch wenn die bitterste Situation passiert ist. Ich glaube, das zeichnet sie auch ein bisschen aus. Gut, die beiden haben auch keinen Grund, bitter und enttäuscht zu wirken. Sie haben hier den größten Erfolg ihrer Karriere bisher erreicht. Viertelfinale bei dem Bitburger Open dieses Jahr. Und ob sie jetzt den Satz verlieren, ich meine 15-11 ist ein knappes Ergebnis. Ich denke, die beiden können zufrieden sein und es ist ja noch nichts verloren. Die haben schon oft Spiele im dritten Satz gedreht, die Jungs. Und jetzt führen sie auch wieder 1-0. Ja. Hoffen wir, dass es jetzt so bleibt. Jetzt durchmauern. Sehr gut gespielt. Da hat er es jetzt besser gemacht. Jetzt hat er drüber gehoben. Genau. Außenwirkungsbereich des Vatermanns. Der Hintermann war überrascht und schon gibt es noch einen Punkt dazu. Das war natürlich ein klasse Smash, aber vorher hat er den Netzroller auch noch gut unter Kontrolle gebracht. Hier war der Fehler zu sehen. Michael hat mit der Vorhand abgewehrt, bleibt auf der Vorhand stehen und zeigt den Schweden somit an. Bitte schmettert auf die Rückhand. Das ist ein großer Fehler. Hier sieht man es nochmal. Wunderbar. Ja, die Topspieler bleiben dann gnadenlos auf der Rückhand. Das heißt, Ellbogen ist weit vorn, Schläger weit vorn. Und diese Geschichte ist dann auch möglich, mit der Rückhand nach rechts und links jeweils noch einen Meter auszugleichen. Ja. Aber auch das ist, glaube ich, Erfahrung. Klar. Auch ihre Vorbereitung bei den Angriffsbällen lässt noch zu wünschen übrig. Da muss mehr mit Drop vorbereitet werden, der Gegner erstmal bewegt werden, um ihn dann ordentlich anzugreifen. Ja. Das war
leider auch erst wieder so einer, der dem Vordermann reinging und der wartet, verzögert, täuscht noch und da war dann der Tim aus dem Rhythmus. Ja. Den hat er gerochen. Da ist natürlich auch wieder das Loch gesucht worden, schneller Ball gespielt worden und den Tim zum Abschluss hingestellt. Das ist immer... Und das quasi aus einer neutralen Situation, genau. Da wäre so ein Drop zur Mitte doch nochmal besser gewesen. Lieber mal den langsamen Ball. Das ist... Ja, das ist mittlerweile so in Mode bei unserem Olympiastützpunkt. Die Spieler, die Doppelspieler versuchen alle immer nur schnell zu spielen. Sie suchen keine Löcher mehr, sie bereiten immer vor und es wird dann auch nicht nachgerückt. Das bürgert sich so langsam ein und ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ja, so kann man natürlich dann angreifen und sich durchsetzen. Ja. Aber dann sind vorher klare Fronten. Der Abwehrende stand extrem unter Druck, konnte nur noch eine relativ langsame, kurze Abwehr machen. Das ist was anderes. Aber aus diesem neutralen Spiel raus, ich glaube auch, das ist nachher die Kunst, da den Tempowechsel richtig zu gestalten. Das ist das Problem. Ich kann nur aus guten Positionen, wo ich gut stehe, versuchen, schnell zu spielen. Wenn ich das mache, ohne gut zu stehen, dann stelle ich meistens meinen Partner zum Abschluss frei. Und hier sah man es, wie man es eben auch machen kann. Hochsteigen, trotzdem ein guter Drop, der dann sogar auch noch zum Ballwechselgewinn führt. Ja, aber ich glaube, das ist eben wirklich auch die Erfahrung. Das sind die Lehrgelder, die man zahlen muss. Er hatte sich sogar noch ein klein wenig nach hinten bewegt. Aha. Eine klasse Abwehr, flach, scharf, aber hinten im Aus und man sieht das Publikum sofort wieder hinter den beiden und das ist natürlich auch eine tolle Erfahrung in so jungen Jahren, dann mal das zu erleben, weit gekommen, weiter als viele andere und dann steht da plötzlich eine Halle hinter einem. Ja, klar, wir halten hier als letztes deutsches Doppel die Fahnen hoch. Nachdem sich unsere deutschen Spitzendoppel nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Muss man leider so sagen, ja. 2 zu 5, so, erneuter Anlauf. Da hat er gut vorbereitet, da hat er eben einfach auch mal vorne abgelegt und nicht Druck in einer schwierigen Situation versucht. Die Vorherrschaft am Netz bekommen, dadurch gut vorbereitet für den Hintermann, der konnte dann vollenden. Hier, wieder gut von Michael, langsam im Ball gespielt aus der Bedrängnis. Übersicht behalten und dann können wir wieder schneller loslegen. Katja Michalowski, Deutschland und Nicole Greta, Juliane Schenk, ebenfalls Deutschland. Schiedsrichter ist Robert Smith. Der war leider aus. Michael Storch. 5, on court number 2, Women's Doubles. Annika Sietz, Katja Michalowski, Germany versus Nicole Greta, Juliane Schenk, Germany. Umpire Robert Smith, Service Judge Michael Storch. Wieder im Bereich des Vatermanns und schon ist der Ballwechsel vorbei. Das ist die Disziplin, die fehlt einfach noch. Die fehlt Michael noch und das muss er einfach lernen. Wenn er ganz nach oben will, muss er das lernen. Dann muss er in so einer Situation auch erstmal ganz nach oben spielen. Genau. Und nicht halb warm und halb hoch. Ja, aber schön, dass sie gleich diesen Ballwechsel wieder gewonnen haben. Der war schwer für den Tim. Der war sehr schwer. Und ich glaube, da wäre der Michael eigentlich auch in einer guten Position gewesen. Ja, aber das sind auch so Dinge noch. Feine Abstimmung. Sehr schön, der war gut.
in die Mitte, immer wieder das gleiche Spiel. Wenn Michael schafft, oben die Bälle zu nehmen, da ist er für meine Begriffe schon sehr, sehr variabel und spielt auch sehr gute, sehr kluge Bälle. Gut, so muss auch die Grundaufstellung der beiden sein. Tim hinten mit einem guten Angriff, wenn er noch springt, hat er einen sehr guten Winkel und Michael Lamet, so muss die Grundposition sein der beiden. Oh, das war wieder der Halbhohe. Genau, das ist die Disziplin, ja, die keinen einzigen Punkt bringt. Nee, das wird die haben ihnen, sie alle verloren. Wird ihnen am Ende fehlen. Hier sieht man es, hier ist er wieder im Bedrängnis. Kommt die schnelle Vorhandabwehr. Ja, ja, ja. Gut, auf ein neues. 6-4 aus der Sicht der Schweden. Schade. Sehr gut nachgesetzt. Genau das ist tatsächlich so, wenn Michael vorne ist und oben, also in der Angriffssituation an den Ball kommt, da ist er schon verdammt stark. Sehr gut. Qualität des Aufschlags und dann Stärke ausgespielt auf der Annahme. Der Aufschlag war ein wenig zu einfach für so einen guten Mann. Und der hat ihn gleich auf die richtige Stelle gedrückt. Er hat den Aufschlagenden direkt attackiert. Der Aufschlagende ist in der Rückwärtsbewegung, also hat er nicht so die Ruhe. Den zu attackieren ist der richtige Ansatzpunkt. Leider zieht sich das ein klein wenig wie der rote Faden. Er nimmt die Welle unter der Netzkante und schon wird schwierig. Und man sieht selbst aus der Perspektive, dann geht der nächste gnadenlos nach unten von den Schweden. Wenn der Ball unter der Netzkante ist, muss er hoch rausgespielt werden. Dann neuer Anfang, neuer Aufbau, aber da geht nichts mehr. Da kann man nicht mehr ins Halbfeld spielen oder irgendwelche Dinge auspacken, irgendwelche Glücksdinge. Oh, schade. Der Mann aus. Aufschlagwechsel. Somit wieder Chance zu verkürzen für die beiden. TV-Court, please come to our meeting point. Dicky Paljama, Netherlands, and Per-Hendrik Rona, Sweden. Ja, das hat er besser gemacht diesmal. Da hat er ihn drüber gehoben. Oh mein Gott, schade. Jetzt hat er Michael mal eine gute Aufbauphase geleistet, eine sehr gute, selbst aus der Abwehr. Aber ja, so schwierig ist es dann mit so einem schnellen. Es war ein klasse Aufschlag nach dieser unglücklichen Situation von Tim, auch das zeichnet ihn irgendwo schon aus. Wenn er danach noch einen guten Aufschlag macht, aber die Annahme, da braucht man nicht zu kommentieren, die war noch besser. Ich glaube, der Ball wäre auch im Aus gelandet. Das war zum Glück leichter Fehler von Remarkaden. Sehr schön. Ja. Und diesmal hat das von unten auch anders versucht. Er hat mal schnell und flach scharf erstmal die Seite gewechselt, der Michael. Und dadurch hat er sich etwas Luft verschafft. Hier wunderschöne Abwehr hinterm Rücken, kleine Show-Einlage noch. Ja. Und dann ist aber schon frei. Den sollten nicht alle Zuschauer bei nächster Gelegenheit probieren, höchstens mal im Training. Aber alle werden feststellen, das ist kein leichter Ball. Second serve.
und er hat auch hier nicht zum Erfolg geführt. Jetzt ist ein kleiner Hänger drin bei den beiden. Aber das ist eben die Kunst, den Level durchzuspielen, die ganze Zeit hoch konzentriert zu sein. Sehr schön. Und da hat dann sofort zum Körper gezogen. Das war eine klasse Sache von Tim. So, jetzt wieder auf Schlacht. Also auch die Schweden dominieren nicht so wirklich im Moment. Das muss genutzt werden jetzt von den beiden. Schade. Er hat jetzt mal eine andere Variation versucht und der Schwede stand ja noch nicht vor ihm direkt. Also das hätte schon gut gehen können. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zu spät versucht, er war eigentlich schon unter Druck selbst. Immer hat früher schon kommen müssen. Ja. Aber man sieht doch auch, wie gut die Schweden kontern dabei, wie sie auch spekulieren und beide fast ans Netz rücken wollen. Ja. Gut, sie lesen das Spiel auch, sie wissen genau, was sie machen. Das macht einen erfahrenen guten Doppelspiel aus. Ja, das geht natürlich nicht. Ja. Da sehen wir es nochmal. Nee, eine langsame Abwehr im Doppel, die kann man heute nicht mehr bringen. Ui, der hat ja richtig wehgetan. Der ging also auch noch ins Feld. 10-4. So, jetzt ist das Glück mal auf der Seite von Tim gewesen. Er hat sich getraut und es gab einen Netzroller. Naja, bei 10-4 Führung steckt man sowas natürlich auch noch leichter und mit einem Lächeln weg eventuell. Ja, da tut es halb so weh. Ich glaube, jetzt ist Kampfgeist gefordert von den beiden jungen Deutschen, Tim Detmann und Michael Fuchs. Dann können sie das Ding noch rumbiegen, es ist noch nichts verloren. So, ihnen sei die kurze Pause gegönnt, einen Schluck zu nehmen. Nochmal der Blick zum Bundestrainer von den beiden. Vielleicht noch ein paar Informationen bekommen. Ich denke, Asker Madsen wird auch richtig zufrieden sein mit den beiden. Ja, er sagte mir gestern Abend schon, dass er natürlich allein schon mit der Tatsache, dass die beiden das ins Viertelfinale geschafft haben, sehr zufrieden ist. Und alles, was drauf kommt, ist eben die Kür. Die Pflicht haben sie erfüllt, auf jeden Fall. Auch wenn ich mich wiederhole, die beiden können zufrieden sein mit dem Turnier, wo sie hier gespielt haben. Viertelfinale beim Bitburger Open. Hut ab. An dem guten Georgi vorbeizukommen da vorne, das ist nicht einfach. Von unten nicht. Oh, jetzt wollte Tim genau den Drop versuchen. Schade. Das sind natürlich die Dinge, die dürfen einfach nicht passieren auf dem Level. Nee. Das ist ein ganz einfacher Ball, wie man hier sieht. Hier ungedrängt. Sehr gut vorbereitet, ne? Ja. Und den leider verschlagen. Das sind noch Leichtsinnsfehler, die dürfen in dem Alter noch passieren. Das hörte sich wie gerade so noch an. Ja. Oh, schade, schade. Naja, sie sind jetzt ständig unter Druck und irgendwie kann es dem wohl doch noch nicht so ganz standhalten.
Oh, schade, das zweite Mal. Tim gut vorbereitet. Gut, das ist. Hier sieht man, das wird ins Halbfeld gespielt. Da muss Tim natürlich nach unten gehen. Das machen die großen Langen natürlich ungerne. Da ist er noch ein bisschen zu steif. Aber gut, er ist Einzelspieler. Er wird noch hingebogen am Olympiastützpunkt, glaube ich. Das glaube ich auch. Die Entscheidung ist ja wohl gefallen, dass er jetzt doppelt spielen wird. Ja. Ist auch eine vernünftige Wahl für den Tim. Er hat ziemlich viele Verletzungsprobleme gehabt mit Knie und allem. Und ich halte die Entscheidung für klug, dass er auf Doppel umsteigt. Sehr schöner Aufschlag an Michael. Reingang oben und dann abgestoppt und eben nach unten gespielt. So, 4-13. Auch oben erwischt. Hier sieht man deutlich keiner sehr von den beiden aufgepasst von Tim. Und auch mal ein bisschen das Glück gehabt am Ende. Aber ein klasse Ballwechsel. Sie haben das Glück des Tüchtigen. Steht ihnen voll und ganz zu. Gut gearbeitet hinten. Ja. Ich sag's nochmal, also mir imponiert schon, wie sie sich beide, jetzt wo sie ja wirklich haushoch hinten liegen, dennoch sehr positiv anfeuern und alles versuchen. Das ist doch klasse und das zeigt, dann hat man auch mal dieses Glück, wenn man sich hängen lässt oder wenn man enttäuscht ist, dann geht kein Netzroller rüber. Das Glück ist auf ihrer Seite, 7-13, ja. Jetzt ein paar schnelle Punkte, dann sind sie wieder im Spiel. Ja, das Publikum mal, das steht hinter ihnen, sieht es genauso, ne? Noch einen direkten Punkt mit dem Aufschlag. Das sind die dankbarsten Punkte. Hat man bisher nur einmal zur anderen Seite. Das ist auch nicht schlecht. Oh, schade. Hier hat man wieder deutlich gesehen. Tim hat eigentlich gut abgewehrt und bleibt stehen. Ja. Hier muss. Ja. Da war er, glaube ich, auch ein bisschen weit oben. Ja. Da hat er natürlich das Loch gesehen. Der Schild weiß aber ganz genau warum. Er hat sich leicht verschätzt. Der Ball wurde immer länger und hat aus der Situation noch das Beste gemacht. Ja. Der Ball war aus. Dieser Abwehrschlag. Ja, das war leider wieder so einer. Ja. So, und da haben wir deswegen auch den ersten Matchball für die Schweden. So, jetzt heißt es nochmal Konzentration. Schade für die beiden. Schade für die beiden. Aber sie haben sich insgesamt sehr gut verkauft, glaube ich. Schönes Turnier gespielt. Ja. Und sind keineswegs untergegangen. Haben einen hohen Rückstand nochmal aufgeholt. So. Das war eine knappe Niederlage und so wie es aussieht, werden wir uns jetzt doch schon von Ihnen verabschieden müssen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr
mehr heute übertragen können. Wir freuen uns, am Sonntag wieder für Sie da zu sein um 16:45 Uhr. Auf Spielfeld 3 kommt es nun zum Viertelfinale im Herreneinzel zwischen Dicky Paljama, Niederlande und Per-Henrik Rona, Schweden. Schiedsrichter ist Klaus-Jürgen Rüther, Aufschlagrichter Matthias Kühler. On court number 3, we continue. Eingeblendet ist es schon. Wir haben jetzt uns von Ihnen zu verabschieden, hoffen, dass es Spaß gemacht hat und freuen uns natürlich auf Sonntag 16:45 Uhr zu dem Finales.